Es geht um Europa im Europapark Rust, zumindest beim CDU-Landesparteitag. Und um Heimat, als Einstimmung auf den Wahlkampf. Deshalb sollte es eine Art Wohlfühlparteitag werden, der die Delegierten stärkt, um vor Ort zu kämpfen. Denn auch in den Kommunen muss die CDU mit Konkurrenz rechnen, vor allem von rechts außen, der AfD, die der Landesvorsitzende Strobel aber nicht ausdrücklich nennt. Am 26. Mai geht es darum, dass der Spaltpilz in Europa gering gehalten wird. Aber es geht auch darum, den Spaltpilz aus unseren kommunalen Gremien, so gut es auch immer geht, herauszuhalten. Kein Wort von der Bühne zu den Turbulenzen in Berlin. Für die Delegierten gab es aber kaum ein anderes Thema als den Fall Maaßen. Und es wurde auch ein Schuldiger ausgemacht. Was Seehofer uns zumutet, das geht auf keine Kuhhaut. Ein Innenminister, der mal so, dann jemanden aus dem Amt befördert und nach Ober fallen lässt. Ich meine, das versteht kein Mensch. Es gilt ein Satz von Manfred Rommel, der hat mal gesagt, wer im Loch sitzt, sollte aufhören zu graben. Auch in der CDU in Baden-Württemberg hat es wegen der Maaßen-Entscheidung bereits Parteiaustritte gegeben. Ich glaube, da verspielt die Politik auch Vertrauen. Ich will nicht verhehlen, ich mache mir Sorgen. Das gefällt mir ganz und gar nicht. In 8 Monaten ist Europa- und Kommunalwahl. Das ist für die CDU nicht viel Zeit, um neues Vertrauen zu gewinnen. Auch die Landes-SPD treibt der Streit in Berlin um. Eigentlich sollte es auf ihrem Parteitag in Tuttlingen um die Kür der Kandidaten zur Europawahl gehen, an der Spitze Evelyn Gebhardt. Aber Leni Breimeyer, die Landesvorsitzende, muss ihren Unmut über CSU-Innenminister Seehofer loswerden. Alle sprachlichen Verirrungen und alle Unverschämtheiten haben den Landesvorstand der SPD Baden-Württemberg heute Morgen dazu veranlasst, einen Beschluss zu fassen, dass wir fordern, dass der Bundesinnenminister Horst Seehofer zurücktreten soll. Tosender Applaus. Viele SPD-Delegierte ärgern sich über Horst Seehofer. Diskussionen auf den Gängen. Ich denke, Herr Seehofer ist nicht zu halten. Ja, ich meine, das ist ja nicht die erste Eskapade, die er gemacht hat. Und er leistet sich am laufenden Meter etwas. Und die SPD geht mit ihrer Sachpolitik eigentlich unter, weil er immer ablenkt. Das wird überlagert von solchen merkwürdigen internen Streitereien, die natürlich durch anhaltende Erfolgslosigkeit noch mehr befeuert werden. Der Zwist und die Streitereien unter uns Genossen ist auch sehr groß gewesen. Ich bin also praktisch zugemüllt worden mit E-Mails und im Chat mit vielen Nachrichten. Viele waren so erbost, dass sie sagen, ich gehe jetzt gleich aus der Partei raus. Andere bleiben drin. Zum Dank dafür die goldene Ehrennadel. Elfriede Fleck aus Tuttlingen ist 94 Jahre alt, in die SPD eingetreten 1946. Etwas Balsam für die sozialdemokratische Seele. Für Leni Breimeyer ein kleiner Lichtblick bei all den schlechten Umfragewerten und dem Ärger in Berlin.